Unreal Technology. Ja, und damit herzlich willkommen zu Goodbye New World. Heute spielen wir mal wieder ein Indie-Horror-Game, ganz im klassischen Stil, wie wir das ja früher immer gemacht haben. Ich hatte einfach mal wieder richtig Bock drauf. Und da habe ich mich mal so ein bisschen umgeguckt und bin auf dieses Spiel gestoßen. Das ist so ein bisschen im Stil von Minecraft angelehnt und ich freue mich schon unglaublich drauf, dieses Game zu spielen. Ja, es ist zurzeit irgendwie nur eine Beta oder so, keine Ahnung. Habe ich jedenfalls so in der README-Datei gelesen, dass es noch ein paar Bugs gibt. Aber ich würde sagen, wir fangen gleich mal an und pressen Q to play or die. This is a tale of sacrifice, of pain, of sickness, of fear. Blood of kings spilt crimson in the namesake of old tradition, ages before carved into the damp stone walls of an underground labyrinth civilization. Rumors of dark whispers, whispers that echoed endlessly along those cold, cracked surfaces. The whispers told of a tormented soul whose rage funneled into the fate of this civilization, bringing upon its ruin. Okay, und da sind wir jetzt auch im Spiel, deswegen mache ich jetzt auch die Cam an, wie es sich ja bei einem ordentlichen Horror-Game sich so gehört. Also, ja, grafisch ähnelt es doch schon so ein bisschen Minecraft. Und jetzt muss ich doch gerade glattweg mal gucken. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt funktioniert. Aber es gab eine README-Datei, die ich jetzt doch gerne mal öffnen würde. Weil da etwas drin stand von wegen FOV. Das stimmt, das ist echt ein bisschen eklig. Da muss ich mal gucken, ob das so geht. Weil das FOV ist ja echt ein bisschen eklig. Ah. Ah, ja, okay. Das ist cool. Ja gut, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich habe ja in Minecraft immer mein FOV auf 90. Ja, gut, das geht schon besser. Also doch, also grafisch muss ich echt sagen, ist das Spiel eine Bombe. Aber es ist Unreal Engine. Sag mal, hat es das FOV jetzt wieder zurückgestellt? Ich mach das doch mal auf 100. Ich glaube, es hat es wieder zurückgestellt. Ja, so ist das. Oh, guckt euch das doch mal an, Leute. Oh. Okay, I'm going outside. It's not safe here. Okay. Ach du Scheiße. Stake Risk Game. Ich habe irgendwie eine böse Vorahnung. Goodbye, New World. Ich weiß nicht, ist das Open World oder? Ich habe es, wie schon gesagt, noch nicht angetestet. This door is opened elsewhere. Okay. Also die Mauseinstellung ist auch ein bisschen. Ja. Um 180 Grad zu drehen, muss ich ja doch schon mich ein bisschen anstrengen. Okay. Da hinten ist ein Brunnen. Den gucken wir uns gleich mal an. There's a note. There were two people on the world when the chunks had loaded, called Notch and his brother Edward. When settlers spawned and the villages they created, these two people were worshipped as if they were gods. They had shaped the world as we knew it. They built the towns, the cities, and were thought to be invincible. Okay. Ich werde das jetzt übrigens nicht alles eins zu eins übersetzen. Macht sonst irgendwie die Atmosphäre ein bisschen kaputt. Und ich rücke erstmal kurz näher rein. So, hier sind wir. Press E to interact with the levers und. Ah ja. Ich habe das Gefühl, wir haben jetzt da vorne die Tür geöffnet. Das kann gut sein. Alter, das Spiel ist aber auch so unglaublich laut bei mir. Ich muss das gerade doch mal ein bisschen leiser stellen. Ja, jetzt ist da die Tür auf. Aber ich muss sagen, doch, grafisch ist es schon ein bisschen nicer als Minecraft. Ey, Leute, Mojang, programmiert doch mal Minecraft auf der Unreal Engine. Ganz ehrlich, guckt euch das doch mal an hier. Das sieht
Das sieht einfach viel geiler aus als sämtlicher Shader in Minecraft, ne? Aber nee. Och nee, ist nicht dein Ernst, oder? Achso, man muss das immer wieder neu eingeben, das hat er schon gesagt. Kann man das denn irgendwie... Ach, ich öffne mal nochmal Tab. FOV. 90 oder 100. So, da kopiere ich mir das gleich mal in die Zwischenablage. Man muss es wahrscheinlich bei jedem Level Restart neu eingeben. Schubkarre mit Blöckchen drin. Ist ja niedlich. Ich würde mir gerne, kann man hier irgendwas markieren? Gibt es ja manchmal Horror-Games, da kann man was markieren. Hier geht es auf jeden Fall nicht weiter. Das ist wieder eine One Note. Night, Notch and Edward had a bit of a disagreement over what to add in the next update. His argument lasted a few months, so Notch was left with no choice. Also ich muss sagen, das Spiel sieht schon hübsch aus. Und irgendjemand atmet hier. Boah, Alter, wie tief der Button reingeht. Oh. Hallo? Jetzt habe ich hier irgendwas gedrückt. Ah, jetzt ist das hier geöffnet. War da gerade irgendwas? Also Atmosphäre hat das Spiel auf jeden Fall, muss ich mal so sagen. Ist auf jeden Fall ein Stein raus. Ach, das ist ja überall so ein bisschen so. Also cool ist das, Alter. Das Spiel ist cool gemacht. Hier ist dunkel. Weil ihr wisst ja, ich bin doch schon so ein kleiner Fan von Minecraft. Hallo? Ne, da ist eine Wand. Ich sehe das ja so schlecht, weil mein Bildschirm so dunkel ist. Tut mir leid. Kann ich nichts machen. Was haben wir hier? Muss ich mich dann umdrehen und gucken? Ne, da geht's natürlich auch nicht weiter. Ist hier noch ein Gang? Ja, aber hier geht's auch nicht weiter. Okay. Ah, schau mal einer da. Man kann auch springen. Das sieht auf jeden Fall so aus. Jetzt müsste man da was machen. Ich bin doch gerade ein bisschen desorientiert. Man merkt es vielleicht. Hier haben wir das Knöppli gedrückt, ja. So, dann sind wir hier durch. Boah, ich finde das ein bisschen eklig, dass man ja die Maus so übelstermaßen verdrehen muss, um sich einigermaßen drehen zu können. So, von hier sind wir gekommen. Wir müssen wahrscheinlich hier durch. Obwohl die Fackeln doch ein bisschen übertrieben sind, aber gut. Ich weiß nicht, müssen wir hier lang, oder? Ist hier irgendwo ein Knopf? Wenn ich was sehen würde, wäre das ja wesentlich einfacher, okay. Oder stelle ich mich gerade einfach nur richtig dumm an? Ist nix. Hä? Man kann aber die Steinchen ja auch nicht reindrücken. Wir müssen auf jeden Fall da durch. So, und hier? Und wurde auch gesagt, man soll nicht Shift halten, weil man dann irgendwie nicht mehr springen kann. Das soll irgendwie noch ein Bug sein. Ja, hier kommt man echt nicht lang. Ich denke mal, da wo es auch nicht ausgeleuchtet ist, soll man glaube ich auch gar nicht lang. Ne, glaube ich nicht. Wir müssen schon hier irgendwas machen, hier lang.
Gibt's hier irgendwas? Ich bin gerade mehr am Verzweifeln. Tut mir leid, Leute. Hier ist es echt stockfinster. In der Aufnahme sieht man wahrscheinlich einfach nix. Rein. Gar nix. Wie machen wir das jetzt? Wo geht's hier weiter? Ich bin richtig. Und dann müssen wir uns da vorne irgendwie die Spitzhacke holen und. Ich glaube dann nicht, dass wir das ja komplett umsonst geöffnet haben. Was ist das hier für ein Schatten? Also da haben wir das Knöpfchen geöffnet. Hier kommt man nicht mehr raus. Hier ist Kohle aufgestapelt, ja. Aber rüber kann man da nicht. Ich lese mir nochmal die Notiz durch. Kann man das? Nee, kann man nicht. Schade. Boah, Alter, da ist sogar Wasser drin. Wie cool ist das? Also das sieht schon fancy aus. Kann man einfach mal nichts sagen. Und ich weiß nicht, sind das Soundbugs, dieses Rauschen da mal wieder drin, oder ist das gewollt? Ich glaube, das Spiel will mich so ein bisschen verarschen. Hier ist doch ein Atmen. Oder bin ich gerade nur paranoid over 9000? Ich finde es auch schön, dass man ja durchgehen kann, ne? Weißt du was, Leute? Ich mache mal kurz einen kleinen Cut und guck mal nach, ob ich meine Helligkeit ein bisschen hochstellen kann vom Bildschirm. Deswegen würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Bis dann. So, und da bin ich wieder. Ich habe jetzt meine Bildschirmhelligkeit mal ein bisschen höher gestellt und ich musste das ganze Spiel bis hierhin nochmal neu spielen, weil, ja, das Spiel startet sich ja neu, wenn, oder das Spiel schließt sich ja, wenn man Escape drückt, ne? So muss das sein. So, jetzt gehen wir ja mal weiter. Also, ich muss schon sagen, es ist schon wesentlich heller. Alles gerade heller. Aber so richtig. Ich muss sagen, so richtig sehen tue ich ja trotzdem noch nichts. Es ist echt recht dunkel gehalten. Da hält es dann aber auch nichts, wenn man die. Oh, guck mal da. Wenn man die Kamera hochstellt. Hallo? Das Wasser. Cool. Hier kommen sogar Wellen, Leute. Wie cool ist das hier? Okay, das ist schon recht nice gemacht. Adventure Time. Oh Gott. Fast abgestürzt. Oh nein. Okay, jetzt ist das FOV wieder blöd. Oh nee. Bitte lass das jetzt nicht so eine dumme Slender-Abklatsche werden. Als ob, was war das? Ein Tempel. Ein Dschungeltempel, oder? Hä? Ah.
Okay. Ist hier oben was? Hallo? Nee, hier ist nix. Ich glaube, wir müssen da runter. Soll das ein Skelett sein? Ist ja mal niedlich. Oh. Das sind die legendären drei Hebel, ne? Oder auch nur einer. Okay, da kommen wir nicht lang. Es ist immer noch genauso hell wie vorher. Gut, ich habe jetzt das Gamma nicht so extrem hochgestellt, aber schon einiges hochgestellt. Kommen wir jetzt vielleicht. Nee. Wo war denn das? Achso, ja. Das war ja noch hier unten. Das sind die Hebel. Und da. Oh. Oh Gott. Okay, das ist nicht schlecht gemacht. Oh. Press E to enter Minecart. Oh, eine kleine Minecart-Strecke. Oh Gott. Können wir jetzt nicht mal umschauen? Fährt jemand neben uns? Alter. Als ob. Press F to equip torch. Lass mal wieder so. Boah, Alter, wie schnell der aber auch läuft, ne? Statt mal ein bisschen. Anstatt mal ein bisschen smoother durchzulaufen. Ach, guck mal da. Ja. Ist klar. Da ist eine Aussparung, da ist ein Stöpsel. Was will uns das sagen? Weil der jetzt erinnert es doch schon so ein bisschen an SCP-087B, ne? Dein leuchtet was? Ah. Ist klar. Ja, komm. Lass mal das mal laufen. Obwohl, ne, machen wir es aus. Das geht mal auf den Sack. Ach ja. Boah, Alter. Okay, das war jetzt doch schon ein bisschen. Ja, da hat man sich dann doch schon ein bisschen erschrocken. Also, cool gemacht ist das Game auf jeden Fall. Oh. Eine Spitzhacke. Jetzt werden wir mal ein bisschen meinen. Das ist aber die geilste Animation, die ich hier gesehen habe, ey. Oh Gott. Ein Netherportal. Hm. Doch recht unspektakulär. Warum müssen wir eigentlich in den Nether? Schade, ich dachte, man könnte sich ja. Aber es ist schon cool gemacht. Muss man mal so sagen. Auch wenn das Netherportal aus irgendeinem Grund hinzu ist. Aber gut. Ah. Ich dachte, man müsste wieder irgendwas triggern. Ach ja, der Nether. Alter, was eine Musik aber auch. Okay, hier müssen wir wieder irgendwas triggern. Eine Nether-Festung. Ja, gut. Oh ne, das ist schon wieder so labyrinthartig gemacht. Also wenn ich was nicht leiden kann, dann sind es Labyrinthe. Tut mir leid. Ich laufe jetzt einfach mal draußen rum. Oder außen rum. Draußen rum. Ich laufe jetzt einfach mal draußen rum. Ja, hier ist ein Knöpfli.
Das drücken wir mal. Ist hier noch mehr Türen? Ach, hier kommen wir dann da raus und kann dann hier weiter. Ach du Scheiße. Also wenn ich was nicht leiden kann, dann sind's einfach mal diese blöden Labyrinthe. Und ich habe da schon einen Gast gehört, ja, ich weiß. Oh. Kann man hier sterben? Ne, schade. Doch, sieht schon recht cool aus. Alter. Also. This is the end of the demo. Aha. Ein paar Credits. Na gut, ne? So gesagt. Das war also eine Demo. Das heißt, es gibt wahrscheinlich noch eine Vollversion. Und ich muss sagen, das war doch schon ein recht interessantes Spiel. Hatte auch so seinen ein oder anderen Jumpscares. Die Atmosphäre war eigentlich auch ganz cool. Also, doch. Hat Spaß gemacht zu spielen. Vor allem die Idee und auch die Umsetzung ist eigentlich recht cool gemacht. Auch wenn man bei manchen Sachen vielleicht das noch ein bisschen umfassender hätte machen können. Aber ansonsten finde ich es eigentlich ein echt cooles Spiel. Wenn ihr euch selber runterladen wollt, Link ist unten in der Beschreibung. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich werde sowas jetzt vielleicht auch öfters mal machen. Also bis dann, liebe Leute. Tschüss.